schlafen. So, wie ist Licht eigentlich im Tagesraum mit drin? Jo, okay, dann müssen wir nicht jedes Mal Ziel wechseln, aber du könntest dann... Tagesschutz kannst du immer noch nicht. Und heiligen Bonus zaubern bringt auch nichts, weil das in Tagesschutz mit drin ist und das kannst du casten, richtig. Ja, aber irgendwann finden wir noch Verwendungszweck für dich, Ash, keine Sorge. Also spätestens sobald du noch 20 SP hast. 21, richtig? Ja, so ein Dreh. Okay, wir sind durchgebufft. Gehen wir jetzt vorsichtig am Rand lang. Also in der Mitte, die Felder sind qualifiziert. Hier scheint es okay zu sein. Warnt ihr Köpfe auch vor Fallen? Nö, ne? Schüttelt da nichts. Die Flattermaus sagt nur, dass hier irgendwas Garstiges in der Nähe ist. Da, nämlich. Okay. Also wir haben zwei Türen jeweils mit Gegner hinter. Wir haben eine Haupttür. Zumindest eine wichtig aussehendere Tür. Das heißt, die machen wir später. Also, dich auf. Du. Das sind menschliche Wachen? Feuerball. Orkwachen, okay, nah dran. Muni zumindest. Wechsel auf. Was macht der für komische Geräusche? Sinn überschaubar, das ist gut. Überschaubar, aber viele. Lass mich raten, um aus dem Brunnen trinken zu können, müssen wir vorher wieder irgendwas erledigen. Da scheint ja das Muster hier zu sein. Oh, Brunnen. Okay, hier ist leer. Keine Gefangenen? Keine Gefangenen. Alle trinken. Das Wasser steht still. Sollte es sich bewegen? Ist es ein Springbrunnen? Also ja, es ist ein Springbrunnen. Es kommt da raus und geht runter. Na, wie gesagt, irgendwas vorher erledigen. Warum ist das Tor wieder zu? Wir sind gefangen. Also nicht wirklich, aber wir können teleportieren und Lloyd speaken und, ne? Ah, zappelt was. Nathan, der Gefangene. Danke, dass ihr mich vor diesen Orks gerettet habt. Denkt dran, Orks können nicht springen. Können sie nicht? Oh, Grom. 25.000 Erfahrungspunkte. Sky, der Gefangene. Vielen Dank, ich habe die Sonne schon lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Und da sind keine Gefangenen drin, aber es könnte irgendwas auf dem Boden liegen, tut's aber auch nicht. Okay. Au. Ziehen. In der Ferne hört ihr ein Rumpeln. Du. Nee, warte mal, nochmal springen. Kein Insektenspray. Nein, du sollst Sprung machen. Zaubern. Okay, das Rumpeln war das Öffnen des Gitters oder war das Rumpeln... nichts anderes hier. Irgendwo müsste jetzt aber eine Grube sein. Ja. So, von der Seite. Eine Grube, weil sonst was bringt der Springhinweis? Fuck. Okay. Nein! Du Zauber. Und deswegen ist Ashlyn wichtig.
Wunden heilen. Du kannst besseres, du kannst hier extra Heilung zaubern auf dich. Du. Wobei, warte. Ende. Kannst du durch die Tür springen? Nein, kannst du nicht. Okay. Also es muss wirklich freie Sicht sein, im Gegensatz zum Teleportzauber. Die sind garstig, die Fallen. Also übermäßig garstig. Wenn man vergleicht, wie stark die Orks sind, ist das hier krass. Also, Teleport. Zauber. Was? Moment mal. Deutsch-Signal. Okay, wenigstens das ging. Ist jetzt unpraktisch, weil wir sind weit weg. Wir haben nichts irgendwie krankheitsmäßig, ne? Nee, also unpraktisch, weil weit weg, aber besser als da zu sterben. Bin ich einfach mal so der Meinung. Und wir müssen jetzt hier einfach nur... Was müssen wir jetzt einfach nur? Norden raus. Und das Barkending war... Hier im Osten, oder? Südosten? Ja. Okay, also merken, Südosten der Startstadt. Echt ganz große Schwester wieder, hallo sagen. Oh ne, das bist nicht du. Geht rein. War das nicht die große? Die war woanders. So, Tagesschutz. Setzen wir doch mal hier in Lloydsbeacon. Hier ist es ja sicher. Nicht so sicher wie in Vertigo zugegeben, aber es ist sicher genug. Also egal, welchem Dungeon wir später sind, wir können dann hierher uns wieder porten, von hier aus dann raus und zurück in die Stadt. Wie kommen wir jetzt... Okay, ich wollte sagen, wie kommen wir jetzt da wieder in den Bereich, wenn das Tor abgesperrt ist, aber es ist anscheinend nur von innen... So, Fallen. Es war hier. Oh, Nische. Es waren hier Fallen. Boah, ist das alles unübersichtlich. Aber es ist besser so, als wenn ich den Zauber sprechen würde, der alles aufdeckt. Weil so weiß ich jetzt schon, wo ich raufgetreten bin und wo nicht. Oh. Okay. Also da ist eine Falle. Hört ein Rumpeln. Und ihr seid gleich tot. Au. Okay. Also wir können unter einer Falle schlafen, aber sobald wir wach werden, kriegen wir eine gezwiebelt. Buch der Säfte, Vers 1. Talan, das ist unsere Leseratte. Der Saft der Rinde ist voller Kraft. Lagere ihn sorgsam und füge die heilige Jackrinde des Frühling. Oh Gott, das wird kompliziert. Die heilige Jackrinde des Frühlings hinzu, um den Saft potenter zu machen. Der Saft ist ein heiliger Trank, der Gesundheit und Charakter des Trinkers stärkt, also Ausdauer und Charisma. Trinke vorsichtig. Der Saft fliegt langsam und die Erzeugung eines Tranks dauert sehr, sehr lange. Die heiligen Tränke müssen den Anhängern der Rinde vorbehalten bleiben, denn Rinde verlangt, dass seine Kleriker, von seinen Klerikern, dass sie stark sind. Müssen wir... Au. Müssen wir es jetzt selber wirklich irgendwo herstellen oder ist es nur... Blabla. Es existiert nur noch ein Teil des Originaltextes.
Saft aus Rinde, zu verschiedenen Jahreszeiten gepresst, ergibt verschiedene heilige Tränke. Rote Tränke können nur im Hochsommer erzeugt werden und sind die Tränke der Kraft, weil rot. Denn die Rinde ist im Sommer am stärksten. Also Frühling ist Charisma und Ausdauer, Sommer ist Stärke. Grüne Tränke kann man nur im tiefsten Winter machen. Okay, dann ist der erste Trank wahrscheinlich wirklich nur Charisma. Frühling Charisma, Sommer Stärke, Winter Ausdauer und gelbe Tränke müssen im Herbst hergestellt werden und machen dann Treffsicherheit. Was haben wir eigentlich gerade? Wo steht der Tag? Es gab irgendwo auch... Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo der Tag angezeigt wurde. Aber sei es drum, wir sind hier. Ja. Wir sind hier soweit fertig. Lauter leere Nischen. Da ist der Ausgang. Ich gehe trotzdem mal weiter in der Hoffnung, dass hier noch mehr Verse oder sowas sind. Was bist du? Blauer Trank. Blauer Trank war... Personalität. Persönlichkeit, okay. Klingt besser. Oh, können mehrere von trinken. Oh, konnten 3 von trinken. Nein, dann hätte sie das trinken sollen. Gierlappen. Allesamt. So, Stärke. Kommen unsere 3 Nahkämpfer. Gut. Hauptbuch. Gekaufte Gegenstand. Dünger, Fiolen, Fässer, magische Schädel, Eisendorn, Tinte, Papier, Schaufeln. Ja, passt zu dem Thema des Dungeons. Rindenmitgliedschaft. Hohepriester Jon van Cunningham. Das ist der Entwickler, ne? Hohepriester Derby von Cunningham. Priester, ja, das ist Credits, Trolltester, Widmung, Tausende und Abertausende, ja. Nettes Gimmick. Okay, wir haben jetzt 2 Schalter gedrückt, das heißt die Tür, wir haben sie vorher nicht probiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Tür vorher nicht aufging, man musste jetzt erst beide Schalter aktivieren. Und jetzt geht sie auf. Wirkt jetzt nicht dramatisch, weil wir haben es gar nicht erst versucht, aber es hätte vorher nicht funktioniert. So, 2 weitere Schalter. Jeder normale Abenteurer drückt sofort immer jeden Schalter, den er finden kann, weil sie meistens was Gutes tun. Deswegen tun wir es jetzt mal nicht. Und gucken uns hier erstmal um. Ob hinter diesen Bänken irgendwas versteckt wurde. Ob auf den Bänken jemand sitzt. Käfige sind leer. Das ist schon ziemlich ominös hier alles. Au, au, ja. Natürlich in jedem Raum eine Todesfalle. Morgenzeremonien. Wer will lesen? Nehmt dann die Rinde des Baums und besprenkelt sie mit Asche. Die Asche symbolisiert Yak, die Rinde Mu. Nun muss die Gemeinde um den Baum marschieren. Die eine Hälfte muss Jack sagen, die andere Mu. Okay. Nach 3 Umrundungen müssen die Anbeter sich setzen und in die Hände klatschen. Der Gesang muss jedoch dabei weitergeführt werden. Langsam aber stetig müssen Tempo und Lautstärke erhöht werden, bis jede Kehle Jack und Mu schreit. Das Geschrei muss so lange wie möglich erklingen.
Was machst du da? Anführungszeichen. Das Geschrei muss so lange wie möglich erklingen. Dann muss mit einer plötzlichen Bewegung die heilige Rinde, mit der Asche, neben die anderen heiligen Rinden eingepflanzt werden. Dies ist das Signal für die Gemeinde, mit einem Mal den Gesang abzubrechen und ruhig zu sein. Die Morgenzeremonie ist nun vollendet. Nehmt dann das Frühstück zu euch und wiederholt die Zeremonie noch vor Mittag. Ja. Au. Ja, schon wieder vergessen, das doofe Ding. Nimm, schlafen. Angenehme Träume. Und Tagesschutz. Warte mal. Das sind die ganzen Fallen nervt doch ziemlich. Blätter mal in deinem Zauberbüchlein, ob wir da irgendwas haben. Was? Naja, schweben tun wir doch mit dem... Nein, tun wir nicht. Und schweben hilft bei den Fallen von oben auch nicht wirklich. Ja. Trotzdem kannst du mal... Tageszauber und nicht Tagesschutz sprechen. Da ist das Schweben jetzt mit bei. Weil das wird auch dafür sorgen, dass wir weniger Schaden bekommen, weil wir geschützt sind. Kraftschild, ja. Plus 13 sind wir dann inzwischen schon. Schick, schick. Also bei dem Tempel könnte man das auch hinbekommen mit ganz viel Rumgebete und Gespende. Aber so können wir es halt jederzeit mit einem Schnipp bekommen, was ja doch schon recht praktisch ist. Aber trotzdem weiter blättern, bitte. Licht, Leutspeaker, nein. Kraftschild haben wir im Tagesspruch mit drin. Erneuern, Schatten, schnell fort. Nee, die meisten Buffs und anderweitige Hilfsmittel sind in Tageszauber und Tagesschutz mit drin. Wie sieht's aus bei klerikalen Zaubern? Nö. Nö. Ja gut, dann machen wir halt weiter. Was? Ach, man kann den Magierblick auch ausblenden. Um genau zu gucken, wo man schon war und wo nicht. Das ist mal... Okay, auf der großen Karte nicht. Nee. Ja, ist trotzdem sehr praktisch. Hier war irgendwo eine Falle, oder? Nein. Hier ist eine Falle. Ja, und da in der Mitte. Check mal kurz die Wände hier. Weil der Raum wirkt so wichtig. Und da ist nur ein Buch drin. Ja, Religionhaltung. Okay. Dann geh. Im oberen Bereich war ziemlich viel an Gängen und Fallen. Aber da waren überall nur Nischen. Ja. Genau. Rindenmitgliedschaften aus anderer haben wir auch schon gelesen. Hier wird auch nirgendwo gewunken. Ist vielleicht in der Mitte in diesen Seitendingern irgendwas? Wir geraten in Au. Und der Tagesschutz. Wie viele Edelsteine haben wir? 900, ja, okay. Also schützt uns doch nicht wirklich viel mehr. Wir können trotzdem nur zwei Piekse ab und dann sind wir platt. Alle leer. Müssen wir vielleicht zu anderen Uhrzeiten herkommen? Ich meine, es geht ja um das Gebet am Morgen und am Mittag. Oh. Der Säfte, das waren die verschiedenen Tränke. Was war das? Bom, 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 bom. Die Party verhungert. Okay. Du dahin, du. Portal. Wie Olympus? Nein. Jetzt habe ich hier Stadt 1.
Also auf der anderen Seite der Welt können wir nicht. Passkontrolle. Okay, geht rein. Auf der anderen Seite der Welt konnten wir dank dem Portalzauber nicht in irgendwelche neuen Städte springen, aber hier könnten wir es definitiv. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Städte hier wesentlich schwieriger wären als deren Gegenstücke auf der anderen Seite. Ja, erstmal zum Tempel, nur für den Fall, dass irgendwer verflucht ist. Das sind sie aber nicht. Und dann habe ich jetzt so wiederbelebt, nur für den Fall. Also wieder aufgehoben, die war ja nicht tot. Apropos K.O. Ja, Mist, okay. Heißt, wir müssen jetzt eine Taverne finden. Seit langem mal wieder. Mit Milchbank ist was anderes. Wenn ich da gleich an was ganz anderes denken muss. Ja, in die Schmiede müssen wir, sobald alle wieder wach sind. Gasthaus zum Qualm. Hallo, Abenteurer. Freaky. Nahrung. 5 Tage. Danke. Viel Glück. Das ist viel zu wenig. Das knabbern wir ja innerhalb von 1-2 Stacheln ab. Ja, trotzdem erstmal schlafen. So, nächster Halt Schmied. Schaut euch hier nur um. Keine Sorge, wir werden nicht großartig aussortieren. Es geht nur darum, die ganzen Sachen zu reparieren. Was eigentlich doof ist, weil wir gleich wieder gepiekst werden und die wieder ohnmächtig werden und dann wieder alles kaputt geht. Vielleicht halten sie so einen Piekser mehr aus. Alternativ könnte ich auch versuchen, einfach nicht ein zweites Mal gepiekst zu werden, denn jedes Mal. Naja, was? Das sind immer 2 Stacheln hintereinander, oder? Also wenn man einfach nur vorwärts geht, wird man ein zweites Mal getroffen. So. Oh, wobei, wir könnten gleich doch mal kurz hier aussortieren. Das meiste ist ja Ramsch. Den Platz da ist, weil anscheinend verschwinden Gegenstände, wenn einer hier voll ist, was sehr komisch ist. Aber hey, magische Welt, wer weiß, was da passiert. Vielleicht kommen irgendwelche gierigen Zwerge an und klauen alles, was aus den Rucksäcken raushängt. Auch wenn Zwerge sowas eigentlich nicht tun sollen. Aber nicht nur das, sondern auch, um zu gucken, dass wir eine bessere Schuppenrüstung für Grom finden. Weil er läuft mit dem stinknormalen Teil rum und das ist doch nicht sehr zuträglich für seine Rüstungsklasse. Richtig.